Zwei Real Stories in Folge. Alarm! Ach ja, übrigens, ich habe einen neuen Instagram-Account. @einfachbumsti. Lass ein Follow da, sonst bist du hässlich. Mir ist letztens wieder was passiert, wo ich mir dachte, jo, das war es wahrscheinlich wieder an der Stelle. Komplett. Und zwar war es an Pfingsten, an dem Wochenende. Da waren so die letzten warmen Tage vor der Regen- und Gewitterfront. Und ich bin mit einem Kumpel an See gefahren. Aber ich meine, ihr habt den Titel ja gelesen, also könnt ihr euch schon vorstellen, dass irgendwas anderes passiert ist. Ich habe euch da mal etwas vorbereitet. Das ist ungefähr der Verlauf der Strecke. Zwei Rechtskurven. Und wir sind so ganz entspannt dahergefahren. Und auf einmal kommt hier, man sieht, das ist unsere Spur, von rechts aus der Wiese, einfach so ein Motorrad auf die Straße draufgesprungen. Mein Kumpel hatte an der Stelle dermaßen gottgleiche Reaktion, hat das Auto noch mit Vollgas nach links rübergezogen und trotzdem ist der halt da hinten Vollgas reingeflogen. Man sieht auch hier in den Bildern mal den Einschlag, der dann auf dem Auto war. Sieht tatsächlich auf den Bildern nicht mal so heftig aus, aber das Motorrad zum Beispiel war absolut total schad, komplett das Lenkrad vorne eingetreten und zusammengedrückt und die Tür ist halt bei diesem Aufprall auch aufgesprungen und das Auto hat einen Satz nach links gemacht. Kann man sich schon vorstellen. Da war ein bisschen Kraft dahinter. Da fragt man sich natürlich, wie das passieren konnte. Der Motorradfahrer selber gesagt, er hat diese Kurve, die davor kam, das war eine Linkskurve, nicht mehr richtig geschafft. Ist dann quasi ins Gras rein, hat das Motorrad da wieder so ein bisschen unter Kontrolle bekommen und ist dann einfach Vollgas rausgeflogen, wobei man eigentlich sich dann abfallen lassen sollte vom Motorrad. Lieber ein gebrochenes Bein als tot. Lernt man eigentlich auch in der Fahrschule. Man muss dazu sagen, wir hatten da in zwei Aspekten sehr viel Glück. Auf der einen Seite war halt der Motorradfahrer, der, wenn er frontal draufgeflogen wäre, wahrscheinlich verletzt, schwer verletzt bis tödlich verletzt gewesen wäre. Und auf der anderen Seite, weil ich auf der Beifahrerseite saß, hatte ich auch ziemlich viel Glück, dass das Motorrad nicht in mich reingeflogen ist. Weil dann hätte das auch für mich vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Was mein Kumpel und ich meinten, was ich auch total krass fand, ist halt einfach, in dem Moment, wo das Motorrad kam, war halt so, das kam ja aus dem Nichts, wir haben das gesehen und dann ging alles ganz schnell. Aber in dem Moment, wo das kam, da dachte man so, also er hat ausgewichen, man dachte so, okay, jetzt ist dann doch nichts passiert. Und gefühlt so ein, zwei Sekunden später hat das gedauert, bis er hinten eingeschlagen ist. Es war fast so, als würde die Zeit sich langsamer bewegen auf einmal. Total seltsam das Gefühl, keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Im ersten Moment, wo der Motorradfahrer da auch eingeschlagen ist, dachten wir auch so, yo, das war's. Ich habe intuitiv direkt mein Handy rausgeholt, hab direkt Einsatz 0 gewählt, weil ich dachte, yo, der ist weg. Das war's einfach jetzt, ne? Sie war halt so ausgestiegen, ich bin dann auch rausgestiegen, hab dann gesehen, wie er da auf dem Boden am Rumsitzen war, so am Rumgestikulieren war. Also er war ansprechbar und fit und ihm ging es auch gut. Er ist dann auch aufgestanden, hat sich an die Seite gesetzt. Da hat man dann auch so ein bisschen gecheckt, okay, Gott sei Dank ist hier kein Personenschaden entstanden. Haben dann die Polizei auch gerufen, beziehungsweise auch Feuerwehr, weil Benzin noch ausgelaufen ist, was auf der Straße lag, wurde dann alles da gereinigt. Und hat auch ziemlich lange gedauert, bis die Polizei kam, weil halt, wie gesagt, kein Personenschaden. Wir waren halt von Priorität her nicht wirklich hoch. Das war auf jeden Fall mal so ein anderes krasses Erlebnis. Ich hatte schon so zwei, dreimal die Situation, wo es fast im Unfall gekommen wäre, der auch definitiv tödlich geendet wäre an der Stelle. Aber das war halt das erste Mal, wo es wirklich richtig geknallt hat, wo ich drin gesessen habe. Das war nicht so schön. Da sieht man aber auch immer wieder mal, wie schnell es vorbei sein kann. Also stay safe on the street. Und vielleicht als Motorradfahrer sollte man auch ein bisschen mehr aufpassen, wie man fährt.